Deshalb rufe ich auch heute Abend die Kritiker des Projekts dazu auf, endlich einmal am Bauzaun und im Park ein Let's Putz zu machen. Ich bin dort schon oft durchgelaufen und habe festgestellt, wenn man die ganzen Pamphlete, Unterstellungen, Unwahrheiten und das, was so unter die Gürtellinie geht, wenn man das alles abmacht, wenn man ein ethisches Let's Putz macht, dann kommen sehr, sehr bedenkenswerte Fachbeiträge, Kritikaussagen heraus, die es wohl wert sind, dass man sie genau anschaut. Macht ein Let's Putz, dann haben wir mehr voneinander und miteinander zu reden. Ich bin deshalb ganz fröhlich darüber, dass heute Abend der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Günner unter uns ist, weil wir natürlich beobachten, dass in Ulm die Atmosphäre auf der Straße und in der Stadt eine andere ist. Eine Atmosphäre, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Lieber Ivo Günner, was macht ihr anders? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Wir freuen uns, dass wir das Ulm und Stuttgart neu miteinander verbinden. Das soll nicht nur durch die Schiene, sondern auch durch das Herz sein. Herzlich willkommen.